Der Siberian Husky stammt aus Nordostsibirien. Er ist kein starkes Zugtier, jedoch ein schneller Läufer und das über lange Etappen. Er ist der bekannteste Vertreter der Schlittenhunderassen. Der Weltdachverband FCI beschäftigt sich mit der Lehre vom Hund und definiert die rassenspezifischen Richtlinien. Die Schlittenhunde Alaskan Malamut, Siberian Husky und Samoyede sind darin alle drei als mittelgroße, muskulöse Arbeitshunde beschrieben. Der Siberian Husky ist im FCI-Standard Nummer 270 erfasst. Er ist mit einer Widerrisshöhe bis zu 60 cm und einem Gewicht bis 28 kg zierlicher als der Alaskan Malamut. Seine Fähigkeit zu Ausdauer ist deutlich erkennbar. Er wird nicht so schwer wie ein Zughund, jedoch auch nicht so leicht wie ein Rennhund. Alaskan Malamut und Siberian Husky sind beide Rudelhunde. Ausgeglichen und wenig ängstlich. Sehr anhänglich und menschenfreundlich. Wegen dieser ausgesprochenen Freundlichkeit sind sie allerdings beide nicht als Wachhunde geeignet. Sie suchen immer die Nähe zu ihrem Rudel. Deshalb sollten berufstätige Singles auf keinen Fall einen Alaskan Malamut oder einen Siberian Husky alleine halten. Bei zu wenig Aufmerksamkeit können Siberian Huskies leicht verstockt und eigenwillig reagieren. Der Siberian Husky ist mit seiner ausgeprägten Laufbegeisterung bei jedem Rennen stark vertreten. Für einen Schlittenhundesportler ist er der ideale Hund. In diesem Fall sollte er jedoch mehrmals pro Woche Gelegenheit zum Training bekommen.